haben eine Bestellung aus Deutschland. Die wird jetzt gerade ausgeliefert an die Familie Ruhl. Alex Ruhl, live hier. Wir besuchen deine Schwester. Sie lebt in Biesk. Es hat jetzt stark geregnet. Jetzt hat es zum Glück aufgehört. Wir haben die Hausnummer gefunden. Wir können natürlich jetzt nicht sagen, aber wir besuchen deine Schwester. Alex, only for you, nur für dich. Sind gleich da. Und ja, dann werden wir hier 3 Liter Honig oder 4,2 Kilogramm Honig übergeben, so wie bestellt. So, wir sind hier bei der Familie Ruhl. Ich kenne sie auch noch nicht. Also sie auch nicht. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Владислав Александрович. Это моя супруга Ванесса. Это Александр Руль, ваш брат. Что, он уже все сказал, что ли? Снимайтесь. Да, вы снимаете. Он все не сказал, но предупредил, да? Вечно. Ja, lieber Alex, wir haben ja deine Schwester besucht. Es war sehr emotional, natürlich auch. Wir sind dann eingeladen worden, haben Tee getrunken, haben mit deiner Schwester gesprochen. Sie hat die Situation erklärt und geschildert, was natürlich aufgrund der aktuellen Situation es nicht möglich ist, sich auf den normalen Weg zu treffen, dass man jetzt einfach nach Deutschland fliegen kann und seine lieben Eltern, Geschwister besuchen kann. Ja, konnten wir natürlich auch alles nachvollziehen, weil das ja uns auch so ergeht aktuell. Und deine Schwester hat sich richtig gefreut. Sie war zu Tränen gerührt. Eine nette Frau, eine Krankenschwester vom Beruf und sehr sympathisch, sehr gastfreundlich, hat uns gleich reingebeten. Und wir haben uns einfach mit ihr unterhalten, ja. Und haben festgestellt, dass alle Menschen auf diesem Planeten irgendwo dieselben Grundbedürfnisse haben, Bedürfnisse haben zum Leben. Und es war sehr nett. Und wir haben uns sehr gut unterhalten mit ihr und konnten auch den Honig übergeben. Sie hat sich richtig gefreut und das war, ja, die Freude hat man ja natürlich auch angesehen. Und da hast du was Cooles gemacht, Alex, für deine Schwester, muss ich dir sagen. Hut ab, ja, Hut ab, dass du an sie gedacht hast, eine interessante Idee gehabt hast. Und wir sind auch froh mit Jeanette, dass wir diese Idee verwirklichen konnten, dass wir gerade in Biesk waren. Wir haben noch also in Summe 140 Kilogramm Honig weggebracht an einen Händler und haben dann in dem Zuge auch, ja, deine Schwester besucht und natürlich noch weitere 3 Personen, glaube ich, in Summe, ja. Das ist sehr interessant, also man kommt da rein, man kennt die Leute gar nicht, ja. Das Interessanteste war eigentlich in der ganzen Situation, wo wir den Geschäftsmann besucht haben. Also den werden wir euch auch vorstellen, wir haben auch ein kurzes Video gemacht. Er hat 400 Mitarbeiter, ein sehr netter Mensch, obwohl er, sag ich mal, den Honig so versucht hat, schon so günstig wie möglich einzukaufen, ist ja auch ein Geschäftsmann, ist ja auch nichts Verwerfliches dran, er muss ja auch von irgendwas leben. Aber er hat uns in die Kantine eingeladen und hat gesagt, wo werdet ihr heute Nacht übernachten und ihr könnt gerne bei uns schlafen, überhaupt kein Problem. Ja. Also das ist schon interessant. Ja. Also ein fremder Mann, ein Geschäftsmann mit 400 Mitarbeitern, ladet irgendjemand ein, ein Mini-Lieferanten, ja, und es ist interessant, was wir so in Biesk diese 2-3 Tage erlebt haben, ja, und auch deine Schwester besucht haben, hat dann auch einfach erzählt von ihrem Leben und so weiter, dass sie in Russland geblieben ist, weil ihr Mann ja, hier gebürtig ist. Und dass die Familie Ruhl eigentlich nach Deutschland ausgewandert ist. Also, Jeanette kommt auch ein bisschen vor die Kamera.
Ja, dann sind wir zusammen hier vor der Kamera und wir möchten der Familie Ruhl ganz, ganz herzlichen Dank sagen für die Bestellung. Für die Bestellung, genau. Recht herzlichen Dank. Vielen Dank für die coole Idee. Ja. Und liebe Grüße nach Deutschland an die Familie Ruhl. Tschüss. Tschüss.